Meine Motivation, für heute hier zu sein, ist, weil mir die Themen, also sozial-emotionales Lernen, sehr am Herzen liegen und ich schon länger so unterwegs bin und mit dem in der Schule arbeite. Und vielleicht, für ein bisschen ehrlich zu sein, ist es auch, dass ich die PH immer wieder kritisiere, weil ich finde, es gibt zu wenig von diesen Themen in Aus- und Weiterbildungen vor allem. Und dann ja, wäre es vielleicht gut, wenn ich auch selber dabei wäre bei dieser Veranstaltung, wenn es schon so eine Reihe gibt. Und ja, vielleicht zuletzt auch zum Networking betreiben, für das man wirklich auch die Leute lernt kennen, die da auch so unterwegs sind, für das man dort auch schauen kann, wie könnte man zusammenarbeiten und wie, was gibt es noch für andere Tools und Methoden, für dort zum sozialen Frieden beizutragen. Meine Motivation für hierher kommen ist das Thema dieses Abends, nämlich Persönlichkeit. Und für mich besteht Persönlichkeit aus dem, wie ich denke, wie ich handle und wie ich auch fühle. Und Persönlichkeit entwickelt sich meiner Ansicht nach eigentlich ein Leben lang anhand von verschiedenen Prozessen. Und aktuell stecke ich gerade sowohl beruflich als auch privat in solchen Entwicklungen. Und darum bin ich heute Abend sehr motiviert und neugierig, den Anlass wahrzunehmen, daran teilzunehmen und einen persönlichen Bezug zu machen. Meine Motivation, dem Anlass teilzunehmen, ist, dass was wir auch machen, sei es in der Bildung oder später im Berufsleben, es geht immer um uns Menschen. Menschen bilden, das ist aber nur möglich durch Persönlichkeiten. Eine Persönlichkeit, die den anderen kann, zu wissen geben, ich bin angekommen, ich habe Platz, ich kann mich entfalten. Persönlichkeiten, wo man nachher den Lebensbaum zum Blühen bringen kann, dass er gerne um eine neue Knospe macht und nicht verkümmert. In der Bildung haben wir manchmal das Problem, dass, so wie der Gotthelf sagt, man Köpfe füllt mit Formeln, ähnlich wie auf einer Scheiterbiege, wo man vielleicht Scheiter aufbiegelt, aber man verpasst es, Feuer anzumachen. Kinder brauchen Vorbilder in den Lehrpersonen, beherzte Leute, authentische Leute, die die Möglichkeit haben, sie zu begeistern, das Feuer anzuzünden in einem Kind, dass es anfangen kann, brennen, dass sie herzhaft werden kann.